Hallo und schön, dass du da bist zur Steinbocklegung für den April 2024. Wir schauen gleich rein mit den Licht- und Schattentarot. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid gut in den Frühling gestartet. So, ich schaue natürlich auf Liebe, Partnerschaften, Beziehungen, Begegnungen, die sich bei dir hier zeigen möchten heute. Lieber Steinbock, Königin der Stäbe. Es ist so, als hättest du was gefunden für dich. Es ist so, als hättest du deine Leidenschaft für etwas entdeckt. Königin der Stäbe, du hast etwas gefunden, was dir irrsinnige Freude bereitet. Du hast deine Leidenschaft hier wiederentdeckt oder neu entdeckt. Okay. Für etwas oder für jemand? Das müssen wir hier jetzt noch herausfinden. Ass der Münzen, Ritter der Schwerter. Es geht auf jeden Fall um etwas Langfristiges. Um etwas Langfristiges, ein neuer Same, der gesät werden soll vom Steinbock. Du möchtest etwas, was dir sehr viel Freude bereitet, möchtest du hier starten. Du möchtest eine Chance, eine Gelegenheit hier in Angriff nehmen und möchtest darauf aufbauen. Ja, du möchtest diesen Samen hier sehen und am besten so schnell wie möglich. Vielleicht geht es ja auch um Gespräche und Kommunikation. Du möchtest das so schnell wie möglich hier in die Wege leiten. In die Wege leiten, hier der Gehängte, hier die zwei der Schwerter. Es erfordert einiges. Einiges an Umdenken, an Entscheidungen treffen, obwohl du es noch nicht klar sehen kannst. Es erfordert ein Umdenken. Vielleicht auch um Neues erlernen. Du musst dich hier vielleicht auch umstellen. Umstellen im Vergleich zu dem, was du vorher gemacht hast oder wie du etwas vorher gemacht hast. Okay, spannend. Also ich habe keine Ahnung im Moment, worum es hier geht. Du vielleicht schon. Wofür brennst du? Du möchtest ein aufkommendes Feuer, eine aufkommende Leidenschaft für etwas oder für jemanden so schnell wie möglich festigen. So schnell wie möglich annageln, ja? An der Pinnwand. So, das ist mein Plan, das ist mein Ziel und ja, am besten möchtest du es schon in Händen halten. Okay, also ich sage jetzt ein Beispiel, du säst den Samen für Tomaten und möchtest schon die Tomaten in der Hand halten. Okay, was ist mit der Geduld, lieber Steinbock? Du bist doch sonst so geduldig. Die Leidenschaft ist da. Du möchtest diese Kraft der anfänglichen Leidenschaft, der anfänglichen Euphorie, möchtest du gleich nutzen und umsetzen. Du möchtest nicht, dass dieses Feuer ausgeht. Ah, okay. Du möchtest nicht, dass dieses Feuer ausgeht. Du möchtest, dass das Feuer weiter lodert. Also es kann natürlich jetzt hier ein Hobby, eine Selbstständigkeit sein, irgendetwas, was du hier natürlich, wo du hier Feuer gefangen hast für. Es kann aber auch eine Person sein, wo irrsinnige Leidenschaft herrscht und du möchtest das einfangen. Du möchtest nicht, dass dieses Feuer jemals ausgeht. Cool. Cool. Sieben der Münzen. Es braucht Zeit. Es braucht Zeit, um zu wachsen. Es braucht Zeit. Aber der König der Stäbe. So, und jetzt haben wir das Pärchen. Jetzt haben wir das Pärchen komplett. Königin der Stäbe, König der Stäbe. Ich spüre hier irrsinnige Anziehung, irrsinniges Feuer, irrsinnige Anziehungskraft, ja, eine wahnsinnige Ausstrahlung. Ja, wer bremst denn hier noch? Ich
hier haben wir die beiden und dazwischen Münze. Münze der gehängte Entscheidungen. Bist das du, lieber Steinbock, der das hier ein bisschen runterbremst, weil du weißt, dass die Anziehung sehr stark ist? Oder ist es dein Gegenüber? Sechs der Schwerter. Man, sie trägt ebenfalls dieses rote Tuch auf dem Wasser, weil wenn das ins Wasser fallen würde, würde das Feuer ausgehen, kommt mir gerade. Es ist gerade nicht logisch zur Karte, aber es kommt mir gerade, wenn dieses Feuer ins Wasser fallen würde, würde es ausgehen. Ja? Würde das Feuer ausgehen und darum sehr behutsam und langsam muss man vorgehen. Ah, das ist spannend. Wenn das Feuer ins Wasser fällt, das heißt ja grundsätzlich, wenn die anfängliche Leidenschaft in Liebe sich wandelt, fällt das Feuer ins Wasser. Dann endet die Leidenschaft. Deshalb muss man hier sehr vorsichtig und behutsam hier vorwärts gehen, um diese Leidenschaft zu erhalten, lieber Steinbock. So eine Legung hatte ich noch nie, aber ist logisch, ja. Logischer Steinbock-Vorgang. Okay, drei der Kelche. Drei der Kelche. Und hier haben wir die Kelche. Hier haben wir die Kelche, was hier für die Liebe für das Wasser steht. Damit die Freundschaft, die Leidenschaft hier, die Liebe mitgeht in die Zukunft, braucht es hier ein paar Schritte der Geduld, der Überlegung, welche Schritte man als nächstes setzt, hier wahrscheinlich auch Kommunikation, damit das hier alles nicht verloren geht. Ja? Weder die Anziehung, noch die Leidenschaft, noch die Liebe, dass alles mitgeht. Okay. Guter Plan. Königin der Kelche zeigt sich hier. Die Liebe ist definitiv dabei, die Leidenschaft ist dabei. Jetzt darf man nur nichts überstürzen und das Ganze vernichten. Ja? So nehme ich das ein bisschen hier wahr. Okay, schön. Schön. Schauen wir mit dem Witches Tarot hier noch genauer rein. Königin der Stäbe. König der Schwerter. Der Verstand ist auch dabei. Gut. Also wir haben hier alle vier Elemente. Das ist sehr gut, dass das alles mit einbezogen wird. Achso, hier zwei der Schwerter, Ritter der Schwerter hatten wir ja auch schon. Es wird alles überdacht. Die Intuition ist dabei mit der Hohepriesterin. Es soll alles mit einfließen und alles, es soll nichts verloren gehen. Es soll das Feuer nicht ausgehen. Es soll die Liebe nicht aufhören. Es soll die Intuition, das Geistliche, die geistige Verbundenheit soll dabei sein. Der Kopf soll dabei sein. Du sagst, wenn, dann will ich hier alles dabei haben. Und dazu müssen wir diese Schritte hier gehen, der Festigung, hier vielleicht auch Gespräche führen, wo es eben darum geht, wie das weitergehen soll, etc., was man sich wünscht, was die Werte sind. Beim Ass der Münzen geht es natürlich um eigene Werte, die man hier abgleicht. Okay, okay, okay. Und das alles, bevor ihr hier überhaupt zusammenkommt, ja, bevor ihr hier ein Pärchen seid. Ritter der Schwerter. Hier zeigen sich nochmal drei der Kelche, Page der Kelche und zwei der Kelche. Okay, sehr, sehr viel Liebe ist hier auf jeden Fall dabei. Ritter der Schwerter. Ja, hier nochmal Ritter der Schwerter. Hier dürfte es wirklich um... Hier diskutiert ihr etwas. Es kann ja durchaus sein, dass man hier diskutiert. Dass man hier über bestimmte Werte diskutiert. Dass man hier alles Mögliche anspricht. Hier fallen die 10 der Kelche. Was einen glücklich macht, wie man sich die Zukunft vorstellt, welche Werte einem wichtig sind. Du sagst, Liebe braucht auch Zeit zu wachsen und sich zu entfalten. Ich vermute, dass es du bist, lieber Steinbock.
Falls es vertauscht werden sollte, ist es natürlich, dann weißt du das und dann ist es dein Gegenüber, aber in den meisten Fällen bist das du. König der Stäbe. Okay, eine hat sich umgedreht und das ist der Hierophant. Hohepriesterin, Hierophant. Der männliche Part fühlt sich hier definitiv ebenfalls geistig verbunden. Ihr fühlt euch beide geistig verbunden. Was haben wir hier beim Hierophanten? Wir haben hier zwei komplett unterschiedliche Schlüssel, die aber gleich sind, dieselbe Tür öffnen für die Zukunft. Ja, jeder hat so einen Schlüssel, der ist ganz individuell, aber nur diese beiden Schlüssel öffnen diese eine Tür für die gemeinsame Zukunft. Und Frage ist hier natürlich, sind beide dafür? Sind beide dafür und stecken beiden diesen Schlüssel in diese Tür der Zukunft, eurer gemeinsamen Zukunft? Wenn nur einer möchte, dann wird sich diese Tür nicht öffnen. Beide müssen ihren Schlüssel und ja, den Schlüssel in das Schloss und umdrehen und sagen, okay, ich mache die Tür dann auch hinter mir zu. Also ich kann dann nicht mehr zurück in die Vergangenheit, in mein vergangenes Leben. Also beide müssen es hundertprozentig wollen. Und ich sehe auch, ihr seid hier im Geiste verbunden. Heuer im Frühjahr ist wirklich wieder Seelenpartner-Alarm. Also ich sehe es bei fast allen Legungen jetzt im April. Es ist Wahnsinn. Ganz viele Seelenpartner werden sich hier finden. Ja. Sollte das bei dir gerade überhaupt nicht zutreffen, dann ist das vermutlich in einem anderen Bereich bei dir, ja? Eben wie ich anfangs sagte, hier hast du Feuer gefangen für etwas, für eine Sache. Okay. Und du möchtest aber, dass du dieses Feuer, diese Leidenschaft, dieses Temperament für diese Sache nicht verlierst. So, Ritter der Kelche, Sechs der Schwerter. Ja, es geht vorwärts. Also ihr schaut, dass ihr alles mitnehmt. Wir haben alles dabei, sagt ihr. Wir haben Münze, wir haben Kelch, wir haben Schwert, wir haben den Stab des Feuers. Wir haben alles dabei. Ja, wir können loslegen in unsere Zukunft. Machen wir uns auf den Weg. Ja, ihr macht euch auf einen gemeinsamen Weg. Wir haben alles mit. Wir haben alles mit. Und beim Hierophanten, bei der Hohepriesterin ist es ja auch so, die stehen ja über Herrscher und Herrscherin noch. Und es ist sozusagen die geistige Verbindung von Herrscher und Herrscherin. Und das passt einfach. Okay. Das ist gut. Wir sind bereit. Wir sind bereit, wir haben alles dabei. Wir haben alles gut vorbereitet. Wir sind bereit für unsere gemeinsame Zukunft. Ja, hier mit den drei der Kelchen, da blickt man in eine gemeinsame Zukunft. Wie gesagt, es kann sich hier auch um mehrere Menschen handeln. Vielleicht planst du irgendetwas mit Freunden. Ja, du weißt, worum es hier geht am besten. Ja, wofür du Feuer fängst. Und ihr blickt dann hier gemeinsam in eine gemeinsame Zukunft. Okay. Aber es sind mindestens zwei. Mindestens zwei hier, die an der Liebe arbeiten, die in Liebe vorwärts gehen. Acht der Münzen und die Liebenden. Ihr scheut euch nicht davor, an euch selbst zu arbeiten, an eurer Verbindung zu arbeiten. Grundsätzlich hier auch zu arbeiten natürlich. Ihr seid Steinbock und die Liebenden. Ihr entscheidet euch gemeinsam. Für den Weg der Liebe, für den Weg der Liebe, für den Weg des Herzens. Zwei der Kelche, Magier. Zwei der Kelche und der Magier. Eine Neukreation der Liebe. Für die, die bereits in einer Partnerschaft sind, wird das Feuer ebenfalls wieder entfacht und es wird eine Neukreation eurer Partnerschaft hier geben. Okay, gut. Meine Lieben, ich schaue jetzt gleich weiter und zwar mit den Rider-Waite-Karten und ich werde auch noch eine Herz- bzw. eine Glückskarte für euch ziehen. Schaut gerne vorbei in der VIP-Legung im VIP-Mitgliederbereich hier auf YouTube
Und ansonsten schaut euch natürlich gern euer Mond, Mars, Venus und Aszendentzeichen an. Es könnte auch hier eine wichtige Botschaft für dich dabei sein. Und abonniere natürlich kostenlos diesen Kanal, damit wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Einen ganz wundervollen April wünsche ich dir. Bis bald. Tschüss.